Hallo, wir sind Melanie und Sabrina. Herzlich willkommen oder willkommen zurück zu unserem Kanal Two Cooks One Kitchen. Heute wird's wieder süß. Wir zeigen euch den schnellsten, leckersten Schokokuchen der Welt. Und stellt euch vor, das ganz ohne Mehl. Ja. Ich würde sagen, wir legen jetzt einfach ganz schnell los. Jo. Und als erstes brauchen wir ein Wasserbad. Dafür gebt ihr ein bisschen Wasser in einen kleinen Topf. Auf den Topf stellt ihr nun eine Schüssel. In die Schüssel gebt ihr 150 Gramm Butter, 300 Gramm Zartbitterschokolade. Das lasst ihr bei geringer Hitze schmelzen und kühlt es dann auf Zimmertemperatur runter. In eine Rührschüssel gebt ihr nun 5 ganze Eier, 150 Gramm Kristallzucker, 8 Gramm Vanillezucker, 1/4 Teelöffel Salz und mixt es mit der Küchenmaschine auf höchster Stufe 10 Minuten. Während das Ganze mixt, nehmt euch eine Springform mit einem Durchmesser von 24 cm. Dann her. Auf den Boden gebt ihr Backpapier und den Rand der Springform sprüht ihr mit ein bisschen Backspray ein. Als nächstes gebt ihr zu 300 Gramm gemahlenen Mandeln 1 Teelöffel Backpulver, mischt es gut durch und wenn die Ei-Zuckermasse so schön cremig aufgeschlagen ist, gießt ihr die geschmolzene Schokolade und Butter langsam hinzu, lasst es bei mittlerer Stufe für eine Minute umrühren, gebt dann die gemahlenen Mandeln mit dem Backpulver hinzu, gebt es alles gut unter und füllt die fertige Kuchenmasse in die mit Backpapier ausgelegte und eingefettete Springform ein, streicht den Teig oben glatt und gebt den Kuchen dann in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze. Nach ca. 30 bis 35 Minuten nehmt ihr den Kuchen aus dem Ofen raus, macht dann eine Stäbchenprobe mit einem dünnen Holzspieß und wenn dann noch so ein bisschen Teig kleben bleibt, ist er perfekt und ihr lasst den Kuchen vollkommen auskühlen. Wenn der Kuchen dann vollkommen ausgekühlt ist, löst ihr die Springform mit Hilfe eines Messers vom Rand, gebt zum Schluss ca. 1 Esslöffel Kakaopulver auf den Kuchen drauf. Und fertig ist schon unser Schokokuchen ohne Mehl. Das nenne ich mal einen saftigen Schokokuchen. Oh, der schaut richtig fatschig aus. Bah, na das ist. Na das ist. Das ist gut. Das haltet mir gar nicht aus. Ist gut, so ist ja so schokoladig. 2 hours later. Der Kuchen ist Schokolade pur. Das ist Saftigkeit pur und Schokolade pur. Für alle Schokotiger da draußen. Das ist der Kuchen. Und vor allem, wie lange braucht er? Der braucht 10 Minuten und hat man den fix fertig gerührt. Und die dunkle Schokolade. Ihr könnt ja auch nicht so dunkle Schokolade verwenden, aber mit der dunklen Schokolade, so ab 70% Kakaoanteil, ist das wunderbar, weil dann gibt es einen herben, leckeren Geschmack. Nicht zu herb oder bitter, sondern das ist einfach ein Traum. Ein Traum von Schokokuchen. Du hast alles gesagt. Ich habe eigentlich nur mehr hinzuzufügen, dass ich extrem gut finde, dass wir diesen, also dass dieser Kakao draufgeschlagen wird, weil ich finde, das ist noch so das i-Tüpfelchen im Ganzen. Also Schoko pur und richtig cool. Check. Bitte probiert diesen Schokokuchen aus. Der wird euch umhauen. Und vor allem, wenn ihr mal spontan Besuch bekommt, dieser Kuchen geht einfach ratzeputz, also richtig schnell. Und ist dann auch noch extrem lecker. Ja. Also was will man mehr? Was will man mehr? Wir sagen danke fürs Zuschauen. Viel Spaß beim Nachbacken und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Papa. Was hast du jetzt gut auch? Kaffee, oh ja.